Okay, ich will euch noch ein Beispiel zeigen zum Abziehen von Zahlen. Und zwar wollen wir heute die 7329 minus 6278 rechnen. Okay. Und grundsätzlich ist schon mal gut, die untere Zahl ist kleiner wie die obere, 6000 ist auf jeden Fall kleiner wie 7000, es sollte also funktionieren, dass wir es schön abziehen können. Und jetzt wollen wir einfach mal direkt loslegen. Also, wir können ja hier 9 minus 8, super, funktioniert schon mal, das ist eine 1. So, und 2 minus 7 funktioniert leider schon mal nicht. Da müssen wir jetzt irgendwas tun und um besser zu zeigen, was wir da tun und was im Hintergrund so alles passiert, werde ich jetzt die Zahlen nochmal einfach anders hinschreiben. Also, die 7 ist ja eigentlich nichts anderes wie eine 7000. Die steht ja auf der Tausenderstelle. Die 7, so, schreibe ich jetzt mal hier drüben hin. Das ist also 7000. So, und die 3 ist auf der 100er Stelle, das ist die 300. Und die 2 ist auf der 10er Stelle, das ist 20. So, und die 9 ist einfach nur die 9. Die können wir so lassen. Plus 9. So, und die untere Zahl schreibe ich auch nochmal drüben hin. Das ist jetzt das wird jetzt abgezogen, das heißt, das ist alles Minus. Die 6 auf der Tausender Stelle ist minus 6000. Und die 2 steht auf der 100er Stelle. Das heißt, das ist minus 200. Und die 7 steht auf der 10er. Geht immer so weiter. Ganz einfach. Minus 70. Und die 8 ist auf der 1er. Die brauche ich nicht ändern. Minus 8. So. Okay, jetzt fangen wir nochmal an. Also hier drüben. 9 minus 8, das habe ich ja hier schon gerechnet. Das ist also 9 minus 8 ist 1. So, 20 minus 70 geht leider nicht. Da muss ich jetzt irgendwas tun. Was ich am besten machen kann, ist mir was von der Nachbarzahl, von der Nachbarstelle, nämlich der 100er Stelle, was ausleihen. Und zwar 100. Also was ich hier machen kann, ist von den 300 100 ausleihen. Dann sind es hier 200 und 100 gehen hier rüber in die 10er Stelle. Das heißt, da stehen nicht mehr 20, sondern da stehen jetzt 120. Und jetzt nochmal ganz, ganz sicher zum Mitdenken. Also, was haben wir jetzt hier gemacht? Wir haben ja nur eine 100 verschoben von der 100er Stelle auf die 10er Stelle. Die Zahl insgesamt ist immer noch die gleiche. Also wir hatten ja hier vorher 300 plus 20 stehen, das sind 320. Jetzt haben wir hier 200 plus 120 stehen, das sind auch 320. Also wir haben an der Zahl insgesamt nichts geändert. Wir haben es nur ein bisschen anders hingeschrieben, dass wir es jetzt schön abziehen können. So, und jetzt können wir viel besser rechnen. Jetzt haben wir nämlich hier stehen 120 minus 70 und 120 minus 70 ist 50. Wunderbar, das funktioniert also. So, und hier drüben könnte ich das genauso machen. Was ich hier drüben machen kann, ist, anstatt 20 und 70 steht hier drüben einfach nur 2 und 7 in der 10er Stelle und 3 und 2 in der 100er Stelle, also 320. Und was ich hier gemacht habe, ist nichts anderes als gesagt, okay, ich leihe von der 3, also von der 300, 1 aus und dann bleibt hier 2 übrig und dann sind es hier 12. Also 12 Zehner ist das genau das gleiche wie 120. 12 mal 10. So, und dann kann ich hier drüben auch rechnen. 12 minus 7. 12 minus 7 ist 5. Und kann ich hier einfach weiterrechnen. 2 minus 2 ist 0. Und 7 minus 6 ist 1. Dann sind wir schon fertig. Wir können jetzt nochmal hier rechts einfach nochmal schauen zum Vergleich. Also 2, was wir hier gerechnet haben, 2 minus 2 ist ja genau das gleiche, wenn man mal die 100er Stelle betrachtet. Das sind ja 200 minus 200, das sind 0 Hunderter. Und dann haben wir gerechnet 7 minus 6 auf der Tausender Stelle, das ist 7000 minus 6000.
Das sind 1000. So, und das sind eben 1000. 51 insgesamt. Also stimmt alles. Ganz wichtig einfach nochmal, dass du dir das im Kopf immer vorstellst. Du brauchst dieses ganze ausführliche Hinschreiben, musst du nicht immer machen. Das dient jetzt einfach nur als besseres Beispiel und damit man sich es besser vorstellen kann. Also wichtig, wenn du solche Zahlen voneinander abziehst, dann hilft es auf jeden Fall, sich im Kopf vorzustellen, dass das die Einser, Zehner, Hunderter und Tausender Stelle sind und so weiter, wenn es größere Zahlen sind. Und wenn du was ausleihen musst, weil du nicht abziehen kannst, dann kannst du einfach von der nächstgrößeren Stelle was ausleihen, wie in dem Fall von der 3. Und 3 ist eben 300, das heißt, dann stehen 200 übrig und ich habe mir 100 ausgeliehen und auf der Zehner Stelle sind das 10, also 10 plus 2 sind 12. So, ich hoffe, das verwirrt euch nicht und ist einigermaßen eingängig. Viel Spaß dabei und tschüss.